Herzlich willkommen zu Folge 53 meiner Sweetwist Infinity Evolved Expansion Phase. Letzte Folge haben wir uns eine wunderschöne neue Rüstung gemacht und ein Schwert, das so viel besser ist als das alte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so viel besser ist. Es ist einfach unglaublich, wie viel besser es ist als das vorherige. Für diejenigen, die das ganz aktuell gucken, wundert euch sicherlich, warum die Folge heute kommt schon und nicht heute Subnautica, wie es eigentlich sein sollte. Aber wie ihr wisst, spiele ich die Experimental-Version von Subnautica. Und Spaß. Wenn ihr die Experimental einmal angefangen habt zu spielen mit einem Spielstand, könnt ihr nicht mehr mit einer älteren Version, also mit der Stable-Version, spielen, denn die Welt ist dann konvertiert auf den neuen Standard der Experimental-Version und dann könnt ihr halt das nicht mehr machen. Es ist nicht wie bei Minecraft, dass einfach ein paar Sachen weg sind, sondern man kann das einfach gar nicht starten. Und die Experimental-Version hat momentan einen wunderbaren Bug. Ihr wisst ja, wir sind momentan in der Aurora zugange und spielen dadurch die Gegend und gucken uns die an. Und natürlich, wie soll das auch anders sein, ist exakt in dem Patch, der jetzt so gekommen ist, in der Zeit, in der ich nicht aufgenommen habe, in der Experimental-Version die Aurora komplett verbuggt. Und generell sind eine Menge Texturen komplett verbuggt, also so richtig verbuggt. Die sind nicht mal mehr Texturen. Das ist irgendwie so eine Grids von irgendwelchen hässlichen Meshes. Ich zeige euch einfach mal einen Screenshot an der Stelle. Und außerdem ist der Innenteil der Aurora mehr oder weniger leer. Das heißt, die ganzen Gänge sind alle einfach Luft. Da ist nichts mehr. Und so können wir natürlich schlecht weiter aufnehmen. Also nehme ich jetzt gerade mehr oder weniger mal eben schnell für die Folge auf, um zu kompensieren, dass ihr trotzdem eine Folge an dem Tag habt, wenigstens. Aber halt, Subnautica wird wahrscheinlich dann pausiert sein, bis dieser Bug gefixt ist. Ich hoffe, die fixen ihn schnell. Das ist schließlich ein ziemlich großer Bug. Und selbst die Experimental sollte es schaffen, innerhalb von 1 oder 2 Tagen die zu fixen. Aber I don't know. Kann auch sein, dass es eine Woche oder mehr ist, die sie brauchen, um das zu fixen. Kann auch sein, dass es morgen schon wieder gefixt ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme vorsichtig diese Folge auf. Egal. Weiterhin wollte ich einfach nochmal zeigen. Deswegen habe ich jetzt schon irgendwie 3 Milliarden Stunden gefühlt hier gestanden und nebenbei Sachen gemacht. Einfach mal, das wollte ich euch zeigen. Ich wollte euch einfach nur das hier zeigen. Das war's mir wert. Alter Schwede, ey, das ist unglaublich. Wie viele Entities sind das? Das sind 123 Entities auf diesem Screen gerade. Spaß. Oh, da muss ich doch gerade mal kurz husten. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Wir stellen uns so, damit sie nicht gleich an das Portal geht und. Klatschi, 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 klatschi. Und halt einfach alles das mit und warten, dass sie sterben. Ihr seht, das war eine verdammte Menge an Zombie Pikmin. Einmal schon das Inventar geklärt, wir haben tonnenweise neuen Stuff. Ich habe die Schwerter eingeschmolzen oder hier oben reingeschmissen, um die Enchantments zu bekommen. Und so sind sie sogar schon weg. Das heißt, ich habe hier 8 neue Gold-Dingles. Hat sich total gelohnt, ich weiß. Aber ich bin nun einmal Perfektionist, daran werde ich wohl nicht mehr in meiner Lebenszeit was ändern können. Und wir haben außerdem sowieso schon 318. Boah, wir einfach mehr Gold haben als Silber, was echt total unlogisch ist, denn Silber braucht man für nichts. Aber wir haben halt nur Goldbüsche. Ja, also, das waren die Zombie Pikmin, die musste ich auf jeden Fall auch mal zeigen. Aber gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute mal um Enchantments. Denn, auch ihr habt es ja schon kurzzeitig gesehen in dem Zeitraffer, dass ich zum Ende in aus Versehen mit meinem Links-Rechts-Klick-Makro auf die Tür gekommen bin, damit dann die Tür geöffnet habe und damit ein paar Zombie-Pikmin angekommen sind. Und dass ich zwar wesentlich weniger Damage bekommen habe, aber immer noch Damage. Und das ist mir zu viel. Außerdem hat auch meine Rüstung noch ziemlich gut Damage bekommen, nämlich einen Damage-Punkt. Und das ist schon ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass das ganze Ding 385 Damage-Punkte gerade mal ab kann. Und 95% der Damage in Energie absorbt werden. Heißt also, das Ding bekommt schon noch ganz schön gute Damage. Also hätte ich gerne einmal ein paar Enchantments, die verhindern, dass das Ding so schnell Damage bekommt und die mir noch mehr Protection geben. Auch wenn ich übrigens, wie ihr sicherlich gehört habt, zwischendrin reingekattert habe, noch in der letzten Folge, habt ihr sicherlich gemerkt, dass ich das später gemerkt habe selber, habe ich ja reingekattet, dass die Diamond Level Protection gegeben ist, wenn ihr das Ding powered habt. Das habe ich erst später gesehen. Genauso wie ich auch erst später gesehen habe, dass halt die Dark Boots komplett die Fall Damage abblocken, wenn sie gepowert sind. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das Jetpack merkt, dass man keine Fall Damage bekommt, weil man die Dinger anhat. Denn meine Theorie wäre ja, dass ich das über die Fallhöhe bestimme, wie viel Schaden der Spieler bekommt. Aber anscheinend nicht. Und ich weiß halt nicht, wie der Hook funktioniert, aber anscheinend merkt das Jetpack, dass wir keine Fall Damage bekommen würden. Vielleicht ist das irgendwo eine
Config-Option, also eine Player-Config-Option, wo dann steht, Player becomes Fall Damage, dann True oder False. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen, dass es sowas zu einer Option gibt. Also Take Fall Damage, True oder False. Was weiß ich. Apropos, wir können übrigens gerade mal Darksteel Armor abhängen. Das haben wir nämlich ja schon gemacht. Und Enderium Tools können wir ein schönes X drauf machen. Das haben wir leider nicht geschafft letzte Folge, weil das nicht geht. So, alles andere haben wir sogar schon. Geil. Gut, auf jeden Fall möchte ich mich das Ding deswegen dann diese Folge mit Enchantments beschäftigen. Mann, ey, Erskine, lass dich ausreden. Folie, du bist mein Lehrmeister. Es ist unglaublich. Ja, also wir wollen diese Folge uns mit Enchantments beschäftigen und vielleicht mal schaffen, dass wir da Power Protection 4 und Unbreaking 3 auf die Rüstung bekommen. Denn Tinkers Tools kann man nicht enchanten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr es sowieso schon wisst, aber ich sag's trotzdem nochmal, Tinkers Tools kann man nicht enchanten. Die Enchantments für Tinkers Tools sind halt die Materialien, die man da drauf schmeißt. Das sind Tinker Tools Enchantments. So, basically. Okay, ich dachte gerade, ich hätte gesehen, dass das Ding gelbe Durability hat, aber nein, ist das Schwert, was Durability hat. Gut, also würde ich sagen, besorgen wir uns mal den Stuff, den man für ein Enchantment Setup braucht. Wenn wir jetzt ein Vanilla Enchantment Setup bauen wollen würden, würde es eigentlich nur zwei Sachen geben, die wir brauchen: ein Enchantment Table und ein Anvil. Den Enchantment Table zum Enchanten, den Anvil zum Zusammencraften. Mehr eigentlich nicht. Und in der 1.7.10 wäre es natürlich auch noch richtig beschissen, denn wir könnten mit dem Enchantment Table wirklich nur komplett zufällig enchanten. Und das heißt also, wir würden niemals wissen, was wir irgendwie bekommen, selbst wenn wir für 30 Level was entscharten und könnten totalen Schrott auf unsere Rüstung oder unser Schwert bekommen, müssen das dann nochmal komplett von vorne machen. Ja, ich weiß, unser Schwert können wir nicht entscharten, aber in Vanilla würde man ja ein Schwert haben, das man entscharten kann. Dann die nächste Alternative wäre, Bücher zu entscharten, denn die haben eine sehr niedrige Enchantability und können somit meistens nur ein Enchantment bekommen beim Enchantment Table, selbst mit Level 30. Aber dann hat man sehr hohe Repair Costs und das funktioniert auch nicht immer. Wenn man dann im Anvil alles zusammencraftet, ist das meistens ziemlich teuer. Was genau das alles macht und wie genau das alles funktioniert, könnt ihr in meinem 1.10er Serious Vanilla Let's Play gucken, denn da bin ich relativ ausführlich mit den Vanilla Enchantment Sachen, denn da muss ich ja Vanilla Enchantment benutzen. Auch wenn das in der 1.10 natürlich ein bisschen besser gemacht ist, denn da kann man wenigstens eins der Enchantments, die man am Enchantment Table bekommt, sehen, was das Ganze 100.000-fach schon mal besser macht. Aber immer noch nicht gut genug für Modded Minecraft und deswegen, ich verlinke das hier oben in der Infokarte an dieser Stelle und also das ist Vanilla Let's Play und ansonsten gehen wir weiter auf den Modded-Teil. In Modded Minecraft reicht es uns nicht aus, auf den Zufall zu hoffen. Wir wollen was Besseres. Zum einen wollen wir die 3 Milliarden enchanteten Items, die wir ständig als Loot bekommen, mal verarbeiten. Wir haben tonnenweise enchantete Items gehabt. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Wir haben tonnenweise enchantete Items gehabt und bekommen immer wieder neue, wenn wir Monster töten. Und die wollen wir auch mal für irgendwas Sinnvolles benutzen und nicht einfach nur in den Müll schmeißen. Denn in Vanilla kann man damit nicht viel anfangen. Denn, naja, man kann die Enchantments da nicht runterbekommen. Man kann auch keine Goldrüstung mit einer Diamantrüstung zusammen craften. Das geht auch nicht, um die Enchantments zu bekommen. Also ist es in Vanilla relativ sinnlos, die Goldrüstung und was man nicht alles sonst noch bekommt, zu behalten. Außer vielleicht als Zweitrüstung, wenn man Bock hat, die zusammen zu craften, aber dann macht man sich lieber eine zweite Diamond Armor oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in Modded Minecraft können wir diese Enchantments benutzen. Und weiterhin jetzt wollen wir in Modded Minecraft ganz spezifisch bestimmen können, was wir auf unserer Rüstung haben wollen und mit welchem Level wir es haben wollen. Und wenn wir einmal dieses Level eines Enchantments bekommen haben, dann wollen wir das immer wieder behalten können. Und diese ganzen Sachen kriegen wir alle hin mit den entsprechenden Maschinen dafür. In fast jedem anderen Pack hätte ich jetzt gesagt, wir können direkt und einfach alle Schritte überspringen und hätten nur ein Enchantment Table und ein Anvil gebraucht. Denn es gibt dann einen tollen Enchantment Table, der einem erlaubt, spezifische Enchantments zu bekommen. Aber der ist in diesem Pack natürlich gesperrt und das wäre ja sonst zu einfach. Also gehen wir das Ganze mal durch. Das hier ist der beste Enchanter, den es gibt. Enchanter aus Endio kostet gerade mal 4 Darksteel und ein Buch. Aber das Rezept ist disabled. Juhu, können wir also nicht benutzen in diesem Pack. Aber der erlaubt es euch mit einem Book and Quill den entsprechenden Mengen an Levels und bestimmten Ressourcen bestimmte Enchantments zu bekommen. Zum Beispiel mit einem Book and Quill, ich glaube 30 Lapis oder so und ein paar Leveln bekommt ihr Looting 3. Oder Fortune 3. Ich glaube Forge 3. Looting bekommt ihr, glaube ich, mit Mob-Heads oder so. Aber jedenfalls bekommt ihr dann halt spezifische Enchantments mit spezifischen Leveln, was das Ganze super einfach macht. Dann brauchen wir also nur noch ein Anvil zusammencraften, fertig, durch. Mehr braucht man dann nicht. Aber wir sind hier im Expertenmodus und deswegen ist der disabled. Was haben wir also für Alternativen? Vanilla ist keine Alternative, braucht man nicht. Also, was haben wir noch für Alternativen? Den Auto-Enchanter. Der wäre tatsächlich eine Alternative, wenn wir eine Mob-Farm hätten. Denn der Auto-Enchanter aus Mine Factory Reloaded läuft mit Mine Factory Reloaded's XP-Farm
Flüssigkeit namens Mob-Essenz. Und diese Mob-Essenz, die haben wir aber noch nicht. Und ich bin zu faul, jetzt schon welche zu besorgen. Also lassen wir den raus. Außerdem braucht das Ding Energie und eine Menge Zeit, um Sachen zu enchanten. Zwei Sachen, die ich auch keine Lust habe zu investieren. Also, was haben wir noch für Alternativen? Den Osmotic Enchanter. Der Osmotic Enchanter wäre wirklich eine gute Alternative, denn der erlaubt einem eigentlich das gleiche wie der Enchanter, nur mit diesen Liquid Essenzen, die wir später noch kennenlernen aus Stormcraft, und halt mit ein bisschen Setup mehr. Aber das Problem ist, das Ding haben wir noch nicht erforscht und das ist ganz schön teuer und braucht eine Menge Setup-Time und da sind wir noch nicht weit genug in Stormcraft. Aber den werde ich irgendwann nochmal bauen. Und was haben wir zuletzt noch? Den Auto-Enchantment-Table aus Open Blocks. Und das ist auch der, den ich benutze. Die anderen Sachen, die hier sind, sind nicht Enchanter, sondern Disenchanter. Also, was haben wir mit dem Auto-Enchantment-Table? Ganz einfach. Ganz billiges Rezept und daran seht ihr auch, wie einfach der eigentlich gemacht ist. Basically ist es ein normaler Vanilla-Enchantment-Table, bei dem ihr flüssige XP reinpumpen könnt, die wir ja schon seit Ewigkeiten sammeln. Wir sammeln ja schon seit Ewigkeiten unsere Liquid XP aus Open Blocks mit dem Tank hier und mit dem XP-Obelisk, der ja auch kompatibel ist. Der sammelt das ja auch. Und ja, wir sammeln die schon seit Ewigkeiten in Flüssigkeiten, deswegen haben wir davon tonnenweise. Und gleichzeitig könnt ihr außerdem mit dem Auto-Enchantment-Table spezifizieren, welche Level ihr haben wollt. Warum steht das jetzt alles schon? Ich habe das alles schon mal versucht aufzunehmen und war nicht glücklich damit und habe es jetzt nochmal neu gemacht. Also, Auto-Enchantment-Table. Gecraftet habe ich den jetzt schon, wie ihr seht. Und wie ihr auch seht, da ist der Tank. Und hier könnt ihr einstellen, wie viel Level ihr enchanten wollt. Wichtig ist aber, dass das Ganze mit einem Max-Level versehen ist, wie der Standard Vanilla Enchantment Table. Das heißt also, wir müssen trotzdem noch Bücherregale oder etwas anderes um den Enchantment Table rumstellen, damit wir Level enchanten können. Denn wenn ihr jetzt hier raufklickt, übrigens linksklick auf den leeren Slot, um das zu aktualisieren, welche Level da rein können, dann seht ihr, dass das Max-Level 8 ist. Das heißt, selbst wenn ihr ihn hier auf 30 stellt, dann wird er trotzdem nicht Level 30 enchanten, sondern nur Level 8. Denn das Max-Level ist Level 8. Heißt also, auch dieser Auto-Enchantment Table braucht Bücherregale in Anführungsstrichen. Wie jeder von euch weiß, 15 Bücherregale für Level 30 in Vanilla. Und zwar im Abstand von einem Block, wo zwischendrin nur Luft sein darf und nichts anderes, nicht mal Fackeln oder so. Und das Ganze höchstens 2 hoch, denn ab 3 hoch gilt es auch nicht mehr. Kurze Demonstration, ich stelle hier was hin und jetzt habe ich Level 23. Jetzt habe ich immer noch Level 23. Daran erkennt man es ganz einfach. Aber wie ihr schon seht, bin ich kein Fan von Bücherregalen, denn Bücherregale braucht man 15 Stück. Wir haben Magical Wood. Magical Wood bekommt ihr, indem ihr 4 Gold, ein Bookshelf und 4 beliebige enchantete Items kombiniert. Das sieht hier aus, als müsstet ihr enchanted Books haben, aber es sind wirklich beliebige enchantete Bücher oder sogar Items. Also ihr könnt sogar Goldrüstung oder sowas nehmen, die enchanted sind. Ich habe hier zum Beispiel mal 4 Goldschwerter. Und ich mache das Ganze mal als Beispiel. Ich enchante die alle mal auf Level 23. Toll, ist mir jetzt egal. Hauptsache, ihr enchantet bitte mal. Ach so, okay, der enchantet gar nicht erst, wenn ihr das Max-Level oder das Level, was ihr hier eingestellt habt, niedriger habt. Das ist das Max-Level. Also noch die zwei hin und jetzt könnt ihr enchanten. So, dann schmeißen wir die mal alle rein. Bekommen irgendwelchen Kram. Ist mir jetzt relativ egal. Ich will einfach nur die Level bekommen. So, und dann zeige ich euch mal, wie das entsprechend funktioniert. Also, das Ganze schon mal vorbereitet. Ihr könnt, wie gesagt, jedes beliebige enchantete Item nehmen. Und außerdem bekommt ihr mehr als nur ein Magical Wood. Denn die Menge an Magical Wood, die ihr bekommt, ist abhängig davon, wie gut die Enchantments auf den Sachen sind, die ihr da reinpackt. Heißt also, ihr seht, ich bekomme jetzt gerade 7 Magical Wood. Packe ich jetzt das hier rein, bekomme ich auf einmal nur 5. Denn das hier habe ich mit Level, ich glaube, 3 oder 4 oder so enchanted. Und das heißt, da sind natürlich lange nicht so gute Enchantments drauf. Und somit hat das Ding jetzt 7. Und je nachdem, was wir austauschen, kriegen wir vielleicht sogar mal nur 6 oder sonst was. Anscheinend ist es hier relativ egal. Aber ihr könnt damit halt ein bisschen min-maxen. Also wenn ihr mehrere enchantete Sachen habt, packt die in der richtigen Reihenfolge rein. Dann bekommt ihr auch die maximale Anzahl an Magical Wood. Dann craftet ihr das und dann bekommt ihr zum Beispiel 7 Magical Wood oder mehr oder weniger. Je nachdem, wie viel Glück ihr habt mit den Enchantments, die da drauf sind und wie toll das System gerade funktioniert. Das heißt also, du bekommt ihr euer Magical Wood und dann braucht ihr davon gerade einmal 6 Stück, um Level 30 zu erreichen. Ihr seht es ja, hier sind 6 Magical Wood und die funktionieren, um Level 30 zu erreichen. Und ihr seht auch hier, dass ich das System beachten musste, dass nämlich dazwischen nur Luft sein darf. Hier, wenn ihr da einfach nur eine Fackel zwischenstellt, seht ihr schon Level 23. Aber auch das zeige ich auch nochmal sehr ausführlich in Serious Vanilla in der Folge, die ich in der Infokarte verlinkt habe. Dann kümmern wir uns als nächstes um das fast nächste Vanilla-Item, was wir auch auf jeden Fall in Modded Minecraft mit eigentlich am meisten brauchen. Den
Anvil. Auch dort gibt es wieder viele, viele verschiedene. Es gibt den Vanilla Anvil, den Dark Steel Anvil, den Steel Anvil und den Auto Anvil und noch ein Auto Anvil. Es gibt nämlich zwei: einmal einen mit Bindestrich und einmal einen ohne Bindestrich. Der Auto Anvil aus Mindfactory Loaded ist wieder einmal keine Alternative, denn auch der braucht Mob-Essenz und Strom und eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Also der braucht wirklich ewig, um Sachen zu reparieren. Er hat einen kleinen Vorteil, aber den brauchen wir hier nicht unbedingt. Also bleiben wir einfach mal bei den anderen Anvils. Die nächsten Anvils sind natürlich der Vanilla Anvil, Vanilla, der Dark Steel Anvil und der Steel Anvil. Der Steel Anvil hat doppelt so viel Durability wie der Vanilla Anvil. Ich glaube, der Vanilla Anvil, wenn ich das richtig gelesen habe, hat eine 12% Chance bei jeder Benutzung, dass er weiter kaputt geht und hat halt drei Stages. Und das funktioniert dann irgendwie. Und der Steel Anvil hält angeblich doppelt so lange, also da wahrscheinlich nur eine 6% Chance, dass er kaputt geht. Ich habe keine Ahnung, wie viel besser der Dark Steel Anvil ist. Aber ich hoffe, dass er noch besser ist als der Steel Anvil, denn Dark Steel ist noch teurer als die hier. Und ich hoffe, dass er dann nicht nur doppelt so gut ist. Weiterhin hat der Anvil aus Vanilla, wie ihr vielleicht wisst, eine 40-Level-Cup. Heißt also, wenn irgendwas mehr als 40 Level kosten würde zu reparieren, dann geht es gar nicht, weil, naja, der sich nicht reparieren lässt dann. Das funktioniert nicht. Dann, der Steel Anvil hat eine Cap von 50 Level. Also, er hat sogar eine höhere Cap. Und das ist natürlich ein weiterer Vorteil, warum man den Steel Anvil benutzen sollte. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Dark Steel ist. Ich habe jetzt einen Dark Steel Anvil gemacht, schon vor einer Weile. Aber ich weiß halt nicht, ob der eine Level Cap hat oder so. Und benutzen werden wir ihn sowieso fast nicht, denn das Hauptding, was wir benutzen werden, ist der Auto Anvil. Auch hier wieder Vanilla Anvil, 5 Eisen, 3 Redstone und ihr habt einen Auto Anvil. Und auch der ist sehr, sehr ähnlich zum Vanilla Anvil, mit einem großen Unterschied zusätzlich zum XP-Tank. Nämlich dem Unterschied, dass wir damit nichts benennen können. Deswegen habe ich nämlich immer noch einen Vanilla Anvil, denn manchmal muss man Sachen benennen und naja. Manchmal braucht man auch wirklich einen Vanilla Anvil, zum Beispiel für den Kram braucht man, glaube ich, einen Vanilla Anvil, also zum Aufwerten. Und deswegen habe ich vorsichtshalber einen im Vergleich zu nur einem Auto Anvil. Dann gehen wir nochmal kurz drüber, wie ihr die Dinger überhaupt einstellt. Es ist immer ganz schön, finde ich, einen XP-Obelisk zu haben zur Hauptspeicherung, denn der kann unendlich viel speichern, der dann aber in einen großen Liquid-XP-Tank reingeht, der dann als Pipe sozusagen wirkt. Ich bin kein Fan von Pipes, was XP angeht. Ich mag es gerne, wenn das in Tanks gepiped wird, sozusagen von Open Blocks, weil ihr dann auch selber direkt sticken könnt, um Level zu bekommen. Deswegen mag ich das ganz gerne. Und das heißt also, was ich immer mache, ist, dass ich immer Pipes oder Pipe-mäßig die Tanks verlege. Und dann halt die Enchantment Tables und den Auto Anvil, den einen, da drauf stelle und das dann halt einstelle. Und das Ganze mache ich dann so, dass man einmal hier am besten irgendwas schön Langes eingibt in NEI, oder ja, ist NEI, ne? Und dann diese Fensterchen öffnen kann. Dabei ist das wichtigste Fenster dieses Bucket-Fenster hier. Mit einem gedrückten Rechtsklick könnt ihr das Ding durch die Gegend drehen und könnt dann die richtige Seite anklicken und dann wird die so ein bisschen rot. Dann könnt ihr außerdem hier unten noch Auto-Drink enablen. Das ist fast wie bei Thermal Expansion zum Beispiel. Das hier wäre jetzt blau. Das hier wäre blau mit dem Augment für Auto-Extraction. Das heißt also, wenn ihr Auto-Drink anschaltet, zieht er sich dasselbe aus dem Tank. Wenn ihr Auto-Drink nicht anschaltet, dann müsst ihr es reinpumpen mit Fluid Ducts zum Beispiel. Da wir es aber auf einem Tank stehen haben, brauchen wir Auto-Drink. Dann gibt es noch diese beiden Stellen. Das ist ganz einfach. Auto-Eject und Auto-Extract auch wieder an den entsprechenden Seiten. Das hier ist der Slot, das hier ist der Slot und ich denke mal, es ist selbsterklärend. Das gleiche beim Anvil auch, mit dem Unterschied, dass es hier noch einen dritten Slot gibt, nämlich den hier natürlich. Heißt, das ist der, das hier ist der, das hier ist der Slot und alles ansonsten gleich. Auch einfach einstellen und fertig. Aber das reicht uns noch nicht, denn damit wären wir ja immer noch nicht sehr weit vom Vanilla-Enchantment-Setup entfernt. Wir würden hier trotzdem ja noch unsere Rüstung reinschmeißen müssen, irgendwelche Random-Enchants bekommen und die dann mit dem Anvil vielleicht noch zusammencraften können. Das ist aber ja immer noch zu blöd gemacht. Wir wollen ja vernünftige Möglichkeiten. Heißt also, was wir wollen, ist eine Möglichkeit, um Enchantments so zu bekommen, dass wir auch exakt nur ein Enchantment haben auf einem Buch, denn ein Buch kann man ja mit allem verbinden. Heißt also, wir wollen es so schaffen, dass wir exakt ein Buch haben mit einem Enchantment, das mit dem höchsten Level am besten ist und dass wir dann im Auto-Anvil kombinieren können mit unserer Rüstung oder etwas anderem, was wir enchanten wollen. Und dafür gibt es natürlich wieder eine Maschine. Diese Maschinen heißen Disenchanter. Und davon gibt es sogar tatsächlich zwei Stück in diesem Pack. Ich bin es gar nicht gewohnt. Und zwar den Disenchant aus Draconic Evolution und den aus Mindfactory Reloaded. Der Disenchant aus Draconic Evolution ist gar nicht ungeil, weil er halt auch super schnell ist, im Gegensatz zu dem da. Aber er hat einen Nachteil. Er ist manuell.
Und der braucht Draconic Stuff, aber erst manuell. Und da er manuell ist, ist er ziemlich blöd zu bedienen, wenn man ihn automatisch haben will. Und ich weiß, Draconic Calls sind nicht teuer, aber erst manuell, das ist der Hauptgrund, warum ich ihn nicht benutze. Wohingegen der Auto-Disenchanter natürlich automatisch ist, wie der Name schon sagt. Teuer ist das Ding auch nicht unbedingt, ich habe den schon gecraftet, ihr seht es ja. Und das Ding braucht Energie, eine Menge Zeit, aber keine Mob-Essenz. Das ist der große Vorteil. Dafür brauchst du aber Bücher. Bücher, ich weiß gar nicht, wo ich die herbekomme. Wo soll ich nur Bücher herbekommen? Ich weiß es gar nicht. Einfach craften, ne? Also demonstrieren wir das Ganze mal. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Golden Chestplate, denn Gold hat die höchste Enchantability von allen Vanilla-Materialien und ist auch im Modded-Bereich ziemlich gut. Es gibt noch Thormium, das ist auch sehr, sehr gut, und es gibt auch Mana Steel, das ist auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, Thormium ist eine relativ gute Alternative sogar. Thormium Armor, also wenn ihr Rüstung aus Thormium macht, das ist sogar gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber naja, Thormium ist trotzdem relativ teuer, also bin ich zu faul dafür. Und Gold Chestplates haben wir so. Auch wenn Gold auch natürlich ziemlich teuer ist in diesem Pack, aber wir haben sie als Mob-Drops. Also, Gold Chestplate mache ich hier rein mit Level 30. Und dann bekommen wir eine Menge Enchantments. Ihr seht's ja. Da wir eine hohe Enchantability haben, bekommen wir eine Menge Enchantments. So einfach ist hier die Logik. Das gleich nochmal hier. Auch wenn es sich wahrscheinlich dafür gar nicht lohnt, aber egal. Doch hat sich sogar gelohnt, ich glaube, das schaffen wir. Und dann brauchen wir jetzt halt Bücher hier drin. Das Zeug ja gleich noch. Und wir brauchen ein Item hier drin. Zum Beispiel diese Golden Chestplate hier. Und ihr seht schon, die Energie wunderschön wird gezogen. Das Ding braucht auch wirklich ganz schön viel Energie. Ihr seht es an der Dicke des Strahls, wie viel Energie das Ding eigentlich braucht. Ich habe extra hier einen HV-Capacitor hingepackt, weil das Ding zu langsam ist. Das Teil schafft es nicht, schnell genug Energie zu transferieren, um das Ding durchgehend am Laufen zu halten. Deswegen habe ich einen Capacitor dazwischen gebaut, damit das wenigstens schnell genug versorgt wird und das nicht immer ausgeht, sozusagen. Und dann seht ihr, wie langsam die Leiste hochgeht und naja, der halt Spaß dabei hat. Und wenn ihr dann das Ganze enchantet habt, dann seht ihr schon, dass dabei dann halt die Chestplate hier unten disenchantet wird. Dann seht ihr, dass ein Enchantment weniger da ist und dann dort ein enchantetes Buch dann halt bei rumkommt. Ihr bekommt dann ein enchantetes Buch dafür. Dann noch der Unterschied zwischen Repeat Yes und Repeat No ist ganz einfach. Ihr habt ja gerade gesehen, Repeat ist auf Yes und die Chestplate hatte zwei Enchantments. Und was passiert ist, ist ja, dass die Chestplate hier, die ja zwei Enchantments hatte, drin geblieben ist im Disenchanting-Slot und nur das Buch rausgezogen wurde und die jetzt noch einmal disenchanted wird. Das ist Repeat Yes. Wenn ihr Repeat auf No stellt, dann wird nur ein Enchantment runtergezogen und die halb oder nur ein Teil disenchantete Platte wird dann in den Slot da unten gelegt und kann dann wieder woanders hingeschickt werden. Aber wir wollen natürlich, dass alle Enchantments runter sind, also alles disenchanted ist, denn wir wollen das Ding ja später wieder neu enchanten und dafür muss es komplett disenchanted sein. Weiterhin ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass die Chestplate auf einmal verschwunden ist und dass sie beim ersten Mal sehr viel Durability verloren hat. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn ihr das Ding disenchantet, oder mit dem Ding disenchantet vielmehr, dass dann jedes Mal ein Stückchen Durability abgezogen wird. Natürlich, Sachen, die mehr Durability haben, werden mehr Durability haben, um halt die abgezogen zu bekommen. Also wenn ihr da Gold reinpackt, ist das natürlich schneller kaputt, als wenn ihr da zum Beispiel Dark Steel reinpackt, was ziemlich lange hält. Aber Punkt ist auf jeden Fall, dass ihr jedes Mal Durability verliert und dass dann irgendwann das Item auch einfach kaputt gehen kann. Ganz einfache Logik, oder? Aber falls das Item beim nächsten Mal kaputt geht, sollte, habt ihr dabei keinerlei Nachteile. Ich kann reden, Alter. Ja, also ihr habt keinerlei Nachteile, wenn das Ding kaputt geht. Ihr bekommt trotzdem das volle Enchant. Nur halt bekommt ihr die Enchantments, die noch drauf waren, nicht mehr. Auch wenn ihr auf Repeat habt, denn das Item ist ja weg. Also seid vorsichtig, dass ihr nichts zu kaputtes neu mit Level 30 enchantet, sonst verliert ihr alles, was drauf war. Ja, ansonsten würde ich euch immer empfehlen, Gold zu enchanten. Aber in diesem Pack ist es natürlich ein bisschen schwieriger, also bin ich am Überlegen, ob ich nicht doch mal Thormium-Rüstung nehme. Denn Thormium, wie gesagt, hat auch eine sehr, sehr gute Enchantability, wenn nicht sogar noch besser als Gold. Ich kann die leider, glaube ich, nicht nachgucken, ich weiß nicht wie, wenn überhaupt. Aber Thormium ist auch sehr, sehr gut von der Enchantability, denn es ist halt Thormium. Und naja, was soll ich mehr dazu sagen? Aber gut, jetzt nochmal kurz zur Automatisierung, die ich betrieben habe. Die ist aber auch eigentlich ganz einfach und straightforward. Erstmal habe ich ganz viele neue Pipes verlegt von Logistics Pipes und habe halt den Obelisken zum Beispiel hier hinten angeschlossen. Da, Logistics Provider Pipe. Und habe dann außerdem hier, wie ihr vielleicht auch schon kurz gesehen habt, eine Fluid Transfer Pipe, Transfer Node, nicht Transfer Pipe, Fluid Transfer Node hier hingesetzt, die dann langsam aber sicher die XP von hier darüber überträgt. Mir ist die Geschwindigkeit dabei überhaupt nicht wichtig, selbst wenn das eine super lange Sache hier ist. Das ist eine lange Linie und das dauert einfach nur lange, aber es ist nicht irgendwie was, was unendlich dauert. Und
Die Geschwindigkeit des Tanklehrens ist wesentlich schneller als die Geschwindigkeit, mit der die XP-Büsche wachsen. Also passt das vollkommen. Also das ist der Punkt. Dann habe ich halt noch eine zweite Verzweigung hier hingelegt, die dann halt hier rüber geht und auch hier rüber. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich hier oben zum Beispiel ein Enchantment Sync-Modul gemacht habe. Dafür braucht ihr auch wirklich ein Enchanted Book. Da könnt ihr nicht jedes Item nehmen, glaube ich. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Enchanted Book sein muss. Ist aber egal mit welchem Enchantment. Und dann habt ihr ein Enchantment Sync Modul. Und dieses Enchantment Sync Modul nimmt einfach alles, was enchanted ist, ins System und packt es in diese Kiste. Weiterhin habe ich noch einen Active Supplier, das 64 Bücher mit einem Bulk 50 Modus Stock hält. Heißt also, hier bleiben immer 64 Bücher oder mindestens 32 Bücher drin, so rum ist es besser gesagt. Dann einfach ein Item Duck mit einem billigen Servo, einfach auf Ignored, denn es ist vollkommen egal, wenn ihr das mit automatischen Pipe-Methoden macht, dann können die Bücher nur in den Slot. Wenn ihr das selber manuell legt, dann können die Bücher auch in den Slot, aber automatisch können sie nur in den Slot, wenn es normale Bücher sind. Enchantete Bücher gehen auch in den Slot, wenn ihr sie desenchanten wollen würdet, weil ihr mehrere Enchantments zum Beispiel auf einem Buch habt. Und dann unten drunter auch einfach ein billiger Servo, der einfachste und billigste, was man haben kann. Und dann ein Filing Cabinet. Filing Cabinets kennt ihr, glaube ich, schon. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Und der Trick ist ja, alle Enchanted Books haben die gleiche Item-ID und sogar die gleichen Metadaten. Nur unterschiedliche NBT-Daten. Nämlich zum Beispiel Enchantment-Doppelpunkt, ID-Doppelpunkt ist gleich, was weiß ich. Also verschiedene Varianten. Wenn wir jetzt mal Slash MT Hand machen, können wir das sehen. Das Ding ist Minecraft-Doppelpunkt Enchanted Book, dort with tags, dort Enchantment Doppelpunkt Level 4, Doppelpunkt S Short und ID Doppelpunkt 0 S Short. Das S Short müsst ihr weglassen, wenn ihr das Ding haben wollt. Also wenn ihr GIF schreibt, GIF RSGE, Minecraft Enchanted Book, dann müsst ihr das schreiben halt Minecraft Enchanted Book, Leerzeichen 0, Leerzeichen, nee, letzten 1, Leerzeichen 0. Ja, und dann Leerzeichen und dann alles, was ab hier, ab dieser geschwungenen Klammer steht und das S-Short immer weglassen oder S irgendwas immer weglassen. Also jetzt haben wir wunderschöne enchante Bücher mit immer nur einem Enchant. Aber das hilft uns immer noch nicht weiter. Erstmal noch ganz kurz, aber ich kann fast vergessen, noch schnell die Einsortierung. Ich habe hier einen Hopper, in dem auch nutzerweise ein Buch ist. Das gehört da nicht rein. Bitte sehr, darfst du wieder haben. Aber jedenfalls habe ich hier eine Blacklist eingestellt mit Ignore Meta und Ignore MBT und halt als Blacklist Bögen und hier eine Whitelist Bögen. Heißt also, Bögen gehen direkt in die Trashcan, alles andere wird erstmal in den Hopper gepackt und der Hopper hier ist an einem Advanced Filing Cabinet. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das Advanced Filing Cabinet hat einen unglaublichen Vorteil gegenüber dem hier. Es kann mehr Items halten und es hält alle Arten von Items, die aber, das ist jetzt der Punkt, nicht stackbar sind. Ihr könnt da zum Beispiel keine Oak Wood Planks reinpacken. Ihr seht, ich versuche das gerade, es geht nicht. Ihr könnt nur nicht stackbare Items dort reinpacken, wie zum Beispiel das hier oder das hier. Halt alles, was nicht stackbar ist, kann man da auch reinpacken. Zum Beispiel auch so, doch ein Ender Pouch. Okay, ich dachte, Ender Pouches sind stackbar, aber ja, halt alles, was nicht stackbar ist, kann man da reinpacken und alles andere nicht. Deswegen ging das Buch auch nicht da rein. Aber es gibt halt manchmal einen Bug, dass Item Ducts nicht in ein Filing Cabinet inserten. Das funktioniert manchmal nicht aus irgendeinem Grund. Also habe ich den Hopper genommen, um das halt da zu forcen, dass es da reingeht. Mit dem Hopper funktioniert es nämlich eigentlich immer. Aber gut, wie gesagt, haben wir ja jetzt tonnenweise schöne Bücher, die wir jetzt auch raufhauen könnten. Zum Beispiel Protection 4 könnten wir so raufhauen. Wir haben aber von Protection 4 gerade mal zwei Stück. Und das ist ein bisschen wenig, ne? Aber es sind die höchsten Level, also packe ich sie schon mal hier rein. Aber Protection 4 ist halt ein bisschen wenig, dass wir nur zwei haben. Wir brauchen ja vier Stück für jedes Rüstungsteil einmal. Also, was machen wir dafür? Wir bauen uns ein Typesetting Table und eine Printing Press. Typesetting Table und Printing Press sind in diesem Pack wesentlich teurer als früher. Die sind beide aus Bibliocraft. Und ihr bekommt die so. Typesetting Table ist so. Und Printing Press ist so. Thormium Blocks sind das hier. Iron Item Case und Iron Plate. Das sind die Iron Plates mit der Rolling Machine. Und dann habt ihr eure Sachen. Den Typesetting Table, das Print Press Chase, knappt ihr wiederum jetzt hier so mit Mana Steel und Thormium, was ganz schön teuer ist, vor allem weil ihr davon ganz schön viele braucht. Das Ganze funktioniert jetzt so. Ihr habt diese beiden Dinger nebeneinander und am besten habt ihr ein wunderschönes Tool, das sich Reading Glasses nennt. Das Ding hier. Und das setzt ihr am besten auf, solange ihr mit Bibliocraft durch die Gegend spielt. Dann könnt ihr nämlich auch genau sehen, was ihr braucht. Was ihr dann haben müsst, ist diesen Typesetting Table halt und die Trading Press nebeneinander stellen oder irgendwo hin, ist vollkommen egal. Und dann braucht ihr die Print Press Chases. Ihr braucht davon ein paar. Erstmal reichen zwei, aber ihr braucht davon später mehr. Und die packt ihr dann hier rein. An den genau diese Stelle. Und es ist dabei auch wichtig, wohin. Ihr könnt sie nicht hier hinklicken oder so, ihr müsst sie dahin klicken. Dann habt ihr hier zwei Chases drauf. Dann als nächstes braucht ihr Bücher. Am besten möglichst viele. Heißt also, wir klauen uns einfach mal nochmal
ein paar hier raus und haben einen Stack und den schmeißen wir hier rauf. Und auch hier seht ihr übrigens wieder 64 Books und 2 Chases. Das ist die Reading Desk. Wenn ihr die nicht aufhabt, dann seht ihr das nicht. Seht ihr, da kann man nichts sehen. Nur mit den Reading Glasses stehen da 64 Books und 2 Chases dran. Als letztes braucht ihr noch Inkstacks oder ich glaube jegliche schwarze Farbe. Naja, Inkstacks halt. Und die müsst ihr hier hinklicken. Und es ist ein bisschen unlogisch, dass ihr nicht hier hinklicken könnt, wo es halt eigentlich ist, sondern ihr müsst wirklich da hinklicken, auf diesen Punkt zwischen den beiden. Ihr seht es ja auf dem Bildschirm. Also zack, dahin klickt ihr und dann seht ihr, dass da 17 Ink drauf sind. Jetzt wollen wir natürlich Bücher verdoppeln. Damit habt ihr alles gemacht, was ihr jetzt fürs Erste braucht. Wenn ihr jetzt ein Buch verdoppeln wollt, dann braucht ihr zum Beispiel das Buch, Protection 4. Und das ist jetzt ja schon Highest Level. Wir können es ja sehen, indem wir zum Beispiel I machen und dann Protection 4 sehen. Das ist das höchste Level. Deswegen, daran sehen wir es. Woran wir es aber außerdem sehen können, ist, wenn wir das jetzt hier mit einem einfachen Rechtsklick drauflegen. Und jetzt steht dort Requires 40 Levels. Daran seht ihr, dass das Ding ein höchstes Level ist. Wenn da steht Requires 40 Levels, ist es das höchste Level. Wenn da irgendwas anderes steht, ist es was anderes. Zum Beispiel Unbreaking 3, kennt ihr ja, ist das höchste Enchantment. Und, das ist auch, und auch hier 40 Level. Ganz einfach. Daran könnt ihr euch das merken. Wenn da 40 Level steht, ist es das höchste Enchantment. Unbreaking 2 hingegen zum Beispiel kostet 31 Level. Daran seht ihr, dass es noch nicht das höchste ist, aber das zweithöchste, falls 31 sind. Das lernt ihr aber irgendwann nochmal. Wichtig ist, 40 Level sind das höchste Level. Was ihr dann macht, ist wie gesagt ja einfach einmal rechtsklicken und dann steht dort Requires 40 Levels, Protecten 4. Was ihr also macht, ist natürlich 40 Level euch klauen. Ganz einfache Logik, oder? Dann macht ihr einmal Store und einmal Rechtsklick auf den, damit ihr auch genau die Menge habt und dann einmal Shift-Rechtsklick. Mit einem einfachen Rechtsklick nehmt ihr es wieder runter. Mit einem Shift-Rechtsklick nehmt ihr euch eine von den Chases. Ihr seht, da steht jetzt noch ein Chases, was auch immer. Da müsste eigentlich ein Chase stehen, aber egal. Und dann ist dort hier so eine enchantete Plate. Die nehmt ihr mit einem Rechtsklick runter. Natürlich auch wieder auf die richtigen Seiten. Und legt sie mit einem Rechtsklick an diese Stelle hier. Nicht da oben hin, sondern an diese Stelle hier. Und dann seht ihr schon, wie das Protection 4 steht und das Ding anfängt zu drucken. Und jedes Mal wird ein Buch und ein Ink verbraucht, wenn ihr dann einmal ein Buch bekommt. Wenn ihr eine so eine Enchanted Plate habt, bekommt ihr aus dieser einen Enchanted Plate drei Enchantments. Da aber das ursprüngliche Buch ja kopiert, oder verbraucht wird vielmehr, bekommt ihr insgesamt also zwei Kopien. Ihr habt also einmal das Original sozusagen zurück und ihr bekommt zwei Kopien daraus für diese 40 Level. Aber natürlich ist es ein Riesenvorteil, denn ihr habt damit ja exakt das, was ihr haben wollt. Heißt also, zack, wir haben jetzt drei Bücher und die Chase ist weg und ihr müsstet jetzt neue haben. Aber dafür haben wir jetzt vier Protection 4 Bücher und eigentlich wollen wir fünf. Aber naja, ist ja auch egal. Heißt also, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt müssten wir nur noch anfangen zu enchanten. Aber ich sehe gerade die Folge schon wieder zu Ende, obwohl ich versucht habe, das alles ein bisschen kürzer zu halten als letztes Mal. Aber ich habe ja auch noch ein paar Sachen dazu gebaut auf Camera. Also ist es okay, denke ich mal. Ja, also hoffe ich, euch hat jetzt. Bäh? Also hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Lass dich selbst ausreden, sagt Folie immer. Hat er vollkommen recht. Sollte ich machen. Und ja, ich habe zwei Final Cabinets. Das hier ist übrigens noch für die Höchstlevel-Enchantments. Deswegen zum Beispiel Unbreaking 3 nehme ich mir mal alle hier raus. Das ist Unstable 2. Unbreaking 3 nehme ich mir alle hier raus. Und das sind die Höchstlevel-Enchantments. Die kommen dann hier rein, weil das die guten sind. Und das hier sind die einfach nur zum Auffangen erstmal. Aber gut, wie gesagt, das war's dann für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, benutzt den ganzen Stuff on Screen. Nächste Folge enchanten wir dann unsere Rüstung und vielleicht auch mal einen Bogen. Eigentlich brauchen wir aber nicht einen Bogen enchanten. Eigentlich können wir uns lieber einen guten Crossbow machen. Das wäre eigentlich mal eine sinnvolle Idee. Aber auf jeden Fall enchanten wir die Rüstung. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir enchanten. Und ich guck mal, ob wir vielleicht noch was enchanten können. Mal sehen. Aber das war's dann, wie gesagt, für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, benutzt den Stuff on Screen. Das habe ich alles schon gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.